Ah, Mashallah, seid ihr endlich da, ja? Ich hab euch erwartet. Kommt rein, ich zeig euch meine Crib. Was geht? Kommt rein, komm, komm, komm. Ja. Ist nur mein Mitbewohner, schenkt ihm keine Beachtung. Komm, wir gehen weiter. Ich zeig euch die Küche als erstes. Das Herzstück. Let's go. Ich mache mir einen Kaffee. Wollt ihr auch einen? Nein? Okay, dann mache ich mir einen. Ja, also hier ist die Küche. Hier mache ich mir immer mein zauberhaftes Essen. Meistens Hühnchen, Reis, Gemüse. Ein bisschen für die Game. Aber jetzt mal einen Schluck Kaffee hier. Los geht's, Bruder. Boah, der ist voll schnell. Ihr seid hier wegen der App Clever, ne? Wie das alles so entstanden ist und so. Zeige ich euch. Dafür müssen wir nach oben. Wir nehmen den Fahrstuhl. Habe ich einbauen lassen. Kommt. Hey Papo, können wir mal den Fahrstuhl benutzen, bitte? Halt! Du kommst ja nicht rein. Was? Nein, Mashallah. Wir nehmen die Treppe. Da denkst du, hast du geschafft, ne? Musst du immer noch die Treppe laufen. Egal, wie viele Milliarden sich anhäufen. Mashallah, ey. Das ist aber auch ein Vogel, du. Naja, bald zieht er hoffentlich endlich mal aus. Also, ihr wollt ja wissen, wie das alles hier so funktioniert. Man braucht natürlich einen freien Geist. Deswegen mache ich vorher Sport, um meinen Geist zu clearen. Versteht ihr? Ja, also ich mache 12-mal die Woche Kraftsport. Und dafür habe ich halt hier meine Hand hin. Und ey, oh, Papo! Digga, was machst denn du da? Er geht da nicht so nah ran, Alter. Geh da, komm, komm, wir gehen. Boah, Alter, was ist los mit dem? Fuck, ey. Scheiße, Mann. Ja gut, dann fangen wir mit dem Geistigen an. Also ab ins Büro. Ja, also hier kommen mir dann die Geistesblitze, ja. Fuck, 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 Alter. Cut, cut, das soll niemand sehen, cut. Ja komm, aber ich zeig euch, wo ich die Idee wirklich zum ersten Mal ausgearbeitet habe. Nämlich in meiner Liebeskammer, wegen Hundedating und so, ja. Komm, wir gehen hier rein. Aber du, das mit gerade, das schneidet dir wirklich raus, ja. Sonst, ich kenne da ein paar Jungs. Ja, ist besser so. Ja, komm. Also, ja, wir gehen hier drüben rein. Komm, komm. Oh, wer ruft denn jetzt an? Ja? Hier ist der Vermieter, Herr Papo, geht schon wieder nicht an sein Telefon rein. Ja, ich kann dich, geht nicht ran, ja? Ja, ganz genau. Ja, ich verbinde dich, warte. Danke. Ja, der Vermieter will mit Papo sprechen. Hey Papo. Hallo? Der Vermieter ruft schon wieder an, ich leite dich weiter, ja? Hallo, spricht der mit Papo? Hier ist Sergeant Papo. Na endlich kriege ich sie an die Strippe, nun es geht um ihre Miete. Die haben sie ja schon seit mehreren Monaten nicht mehr bezahlt und ich dachte, ich rufe mal an, um nachzufragen. Was erlauben Sie sich? Naja, ich habe schon das Recht auf meine Miete. Na, hören Sie mir mal ganz genau zu jetzt. Ja? Noch so ein Ding Augenring. Na, ja, also, das ist ja noch so ein Spruch Kieferbruch. Na, was wollen Sie denn jetzt von mir? Das kann ja, das ist ja wohl nicht der. Sie hören von meinem Anwalt. Ich werde rechtliche Konsequenzen einnehmen und dann werde ich Sie verklagen, ja? Sie werden da ausziehen und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde schon einen Nachmieter. Also, ich werde Sie finden. Und ich werde Sie töten. Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, verpisst euch jetzt mal. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ich muss scheißen, ey. Komm, raus. Komm, verzieht euch. Haut ab. Haut ab. Ciao. Six going down.